Ohne wird es, glaube ich, relativ schwer hier. So, haben wir das schon mal aus dem Weg geschoben. Wo hatte ich das denn jetzt her? Hier, ne? So. Der da hinten, also noch aus dem Weg. Ist aber schon frech, dass die mich jetzt hier einfach rausgezogen haben, ne? Das dürfen die eigentlich nicht. Uiuiui. Brauchen Sie doch keine Sorgen, um die Sauerstoffvorräte zu machen hier. Wer eins von denen lebt jetzt noch? Das hätte ich jetzt unschön gefunden. Was ist das, die Luftschleuse hier? Ja, okay. Austritt Vakuum. Oh Gott, wir sind wieder da. Ellie, ich bin wieder drin. Wo sind Sie? Wo ist Stross? Ich bin jetzt in Sicherheit. Aber er hat sich verirrt. Ich glaube, er kommt auf Sie zu. Ich habe etwas gefunden, das Sie sicher interessiert. Hier ist mein Standort. Beeilen Sie sich. Ich bin nicht wirklich in der Lage zu kämpfen. Ich komme so schnell ich kann. Bleiben Sie, wo Sie sind. Haben wir hier wieder mit Munition zugeschissen? Sollte mir das Sorgen bereiten? Ist das jetzt wieder der Raum, wo wir vorher schon waren? Ist das der Aufzug? Bin mir nicht sicher. Nope. Ich sehe mindestens drei. Hab ich gedacht, bin ich mal cool. Hier sieht auch alles gleich aus, ne? Das ist furchtbar. Ach, so einer schon wieder.
Alter! Jetzt. Es funktioniert, wer hätte das gedacht? Dr. Zappa! Hätte aber auch erst in dem Moment Geräusche gemacht, wo ich ihn angeguckt habe, die dumme Frau, ne? Die dumme Drecksau, die! Ich wusste doch, dass sich das wieder ausbewegt hat. Ich habe das in Augenwinkeln gesehen. Ja, wenigstens kriege ich hier relativ viel Impulsmunition zurück. Das ist ja schon mal was. Voll ist Blödsinn. So, guck mal, Inventar ist frei. Zugang zur Abbauhalle B. Na gut. Kontrolleinheiten zur Temperaturregelung. Erstmal auf, würde ich sagen, was? Schema für den erweiterten Anzug. Also quasi drei Dinger, die ich jetzt hier irgendwie unterbringen muss. Und nochmal damit an, dass wir die Ripperklingen entfernen. Dann hier einmal Strahlenmunition, das kann weg. Da ich gegen ein Medkit austausche, entferne ich auch mal das Medkit. Ich weiß ja, wo ich es mir im Zweifelsfall wiederholen kann, falls ich nach hier noch backtracken kann. Der schwere Anzug, der interessiert mich nämlich. Der ist wahrscheinlich viel zu teuer für mich. Level 6. Bringe diesen Plan zum Shop, um den erweiterten Anzug freizuschalten. Das sind wahrscheinlich die 20 Inventarslots, von denen ich gesprochen habe. Aber der wird außerhalb meiner Preisklasse sein. Wo sind sie? Yeah.
Ich mag diese Landminen nicht. So, Strauss bewegt sich also in unsere Richtung. Da sind sie ja! Oh, Strauss, hör auf damit! Sie müssen sich hier stellen für mich! Sagen Sie ihr, dass ich es nicht wollte! Strauss, ich bin's! Finden Sie hör sie! Hör auf damit! Sagen Sie es ihr! Strauss! Ich hab schon fast damit gerechnet, dass sowas passiert. Schritt 3! Oh Gott. Warum haben Sie das getan, Strauss? Das ist jetzt natürlich schon irgendwie belastend. Hätten wir den nicht gebraucht? Habe ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Alexis, glaub mir, ich liebe dich. Ich würde nie etwas tun, was dir oder unserem Sohn schaden könnte. Nach den Sitzungen sehe ich dich ständig. Aber du bist so wütend. So wütend. Du machst mir Angst. Hör bitte auf damit. Oh Gott, was passiert mit mir? Bitte komm und hol mich. Hört ihr das? Dieses so. So, jetzt bin ich wieder in der Halle, in der ich vorher schon war, ne? Nur, dass wir jetzt hier durch die andere Tür gehen. Hier kommt doch bestimmt auch bald wieder ein Shop, oder? Gott sei Dank. Ich wollte gerade schon sagen, scheiße, das geht nicht wieder weg. Wieso gibt es hier überall Energiekanonen-Energie? Warte mal, welches ist denn überhaupt die Energiekanone? Das hier ist die... Die Energiekanone ist die Shotgun, oder? Ist die Shotgun, ja. Also wenn du dir mit Stase echt die Zeit nimmst, vernünftig zu zielen, was du halt hauptsächlich bei Einzelgegnern machen kannst, das ist mir schon klar. Ich wurde für eine geheime Spezialmission unten in den Kernsystemen des Fragments auserwählt. Ich hoffe, ich erweise mich als würdig. Altman sei gepriesen. Gepriesen, der Altman! Na gut. Im Aufzug geht's weiter, soweit ich das sehe. Sorry nochmal für den kurzen Schnitt, musste eben nochmal ein, zwei Einstellungen ändern.
Das. Das wird in den nächsten Tagen höchstwahrscheinlich noch häufiger mal vorkommen, dass ich noch ein paar Einstellungen ändern muss. Ist ja ein neuer Rechner, alles neu installiert. Ich habe diese ganzen Szeneneinstellungen und. Und alles, was ich mir vorher so vorbereitet hatte, zum Beispiel auch für Ace Attorney und sowas. Die habe ich hier auf diesem Rechner ja alle nicht. Muss ich. Aua. Muss ich alles neu machen. Und da habe ich teilweise die Grafiken, die ich brauche, noch nicht rüber kopiert und die Shortcuts habe ich noch nicht alle wieder gesetzt. Und wenn mir dann zwischendurch irgendwas auf- oder einfällt, dann mache ich das halt direkt, damit ich das gar nicht erst wieder vergesse. Jetzt ist mir zum Beispiel der Gedanke gekommen, dass ich Shortcut brauche, um die Facecam auszuschalten. Ne, in Hinblick auf den Abspann vom Spiel tatsächlich. Hatte ich drüber nachgedacht, so, ja. Also habe ich den gleich mal gelegt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das immer alles erzähle, aber so einen kurzen Hinter-die-Kulissen-Einblick finde ich tatsächlich zwischendurch gar nicht so schlecht. So. Das lief doch ganz gut. Deswegen habe ich auch so viel Munition für die Energiekanone gekriegt. Okay. Anscheinend sind wir jetzt bereit, das hier zu beenden. Aber keine von den Szenen, die ich in Bezug auf dieses Spiel noch in Erinnerung habe, hat bis jetzt stattgefunden. So, jetzt gucken wir erstmal. Erweiterter Anzug. 40.000 Credits. Der erweiterte Anzug gewährt dem Träger einzigartige Funktionalitäten. Wie der Aufladezeit für Stase wird um 50% gesenkt. Kauf garantiert mindestens 25 Inventarslots und 20% Panzerung. Deine Rig behält das höchste Upgrade für Panzerung und Inventar. Im Moment haben wir 15-15, ne? Scheiße, ey. Gewusst wie, das war jetzt nicht so schwer, da hinzukommen.
Da haben wir auch die anderen Anzüge, die kann ich aber nicht verkaufen. So. Gib mir meinen Anzug. Ich hätte echt gedacht, dass der mehr kostet. Aber er ist ein absolutes Upgrade zu dem, was wir jetzt haben. Isaac online. Die haben natürlich kaum noch Geld. Aber wir könnten noch mal 2 Knoten irgendwo investieren. Ich glaube, 2 dabei zu haben, reicht völlig aus. Ich weiß, dass ich basierend aus meinen Erfahrungen in den Dead Space 1, damals, als ich dann Dead Space 2 das erste Mal durchgespielt habe, eigentlich immer darauf geachtet habe, dass ich wenigstens einen Energieknoten mit dabei habe. Und ich meine, irgendwann war mal eine Stelle, ich weiß aber nicht, ob das hier war oder in Dead Space 3 vielleicht, oder vielleicht erinnere ich mich auch falsch und habe einfach nicht dran gedacht gehabt, meinen Energieknotenvorrat an der Stelle dann vorher wieder aufzufüllen oder irgendwie sowas in der Art. Aber ich meine, mich an eine Stelle zu erinnern, wo ich mich geärgert habe, dass ich dann halt den entsprechenden Dings nicht hatte. Und irgendwie die Tür nicht aufmachen konnte. Deswegen will ich immer 2 im Hinterkopf, in der Hinterhand behalten. Schwierig, ne? Was lade ich denn jetzt auf? Meine Shotgun? Obwohl, die Shotgun ist eigentlich so schon ganz cool. Vielleicht eher den Plasma-Cutter, aber... Schaden rein und ein bisschen Kapazität rein. Ich weiß nicht, das könnte nämlich schon die letzte Workbench sein, die wir hier im Spiel noch irgendwie haben. Von daher